So, dann wollen wir doch mal hier das Gebiet erschließen. Das ist ja jetzt hier der Plan. Gucken wir mal, was er da zu erzählen hat zu unserem tollen Rubislawitz. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Dafür, dass sie alt ist und die letzte Zeit einiges mitgemacht hat, ist sie gut in Schuss? Sie zu renovieren wird nicht leicht, ist aber machbar. Holz allein reicht jedoch nicht aus. Okay. Ja, kein Problem, Bro. Dann holen wir auch Steine. Und so. Ne? Bauen wir jetzt Prübislawitz wieder auf? Das wäre genau das DLC, was ich mir wünschen würde. Dass man hier seinen eigenen Laden aufbauen kann, quasi. Das wäre genau das, was ich mir wünschen würde. Als DLC. So, wo gehst du jetzt hin, Bro? Hier ist auch noch was, hä? Wohin mit dir, Bruder? Das wäre heftig, dass man hier sein eigenes Zeug aufbauen kann. Aber während der Typ jetzt gerade läuft, muss ich die Situation noch mal nutzen, um etwas anzusprechen. Und zwar geht es aus für mich einmal um den ganzen Rage. Hier wäre Platz für mindestens einen Laden. Vielleicht eine Bäckerei? Und zwar geht es um die Meltdown-Folgen. Ja. Ich habe, glaube ich, zu keiner. Also, ich glaube, kein Projekt auf meinem Channel wurde so gut geklickt wie Kingdom Come Deliverance. Das hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert. Aber soll mir recht sein. Allerdings habe ich auch zu keinem Projekt so gespaltene Meinungen wie zu Kingdom Come Deliverance. Und die Frage ist natürlich jetzt, es gibt dann diese Folgen und das war auch wahrscheinlich noch nicht das letzte Mal, dass mir das passiert ist, aber diese Meltdown-Folgen. Hier ist ziemlich viel Platz. Wenn man einiges wegschafft, könnten mit etwas Glück sogar Ställe hinpassen. Und ich wüsste gerne mal, wie ihr zu den Meltdown-Folgen steht. Soll ich mich ein bisschen zurückhalten? Oder soll ich meinem Hass den Spielen gegenüber teilweise dann einfach freien Lauf lassen? Manche Kommentare, die ich gekriegt habe, waren dann auch teilweise so beleidigend, dass ich sie löschen musste. Andere Kommentare sagen, das ist sehr lustig und toll und witzig. Der wichtigste Weg und der Bach. Und deswegen wüsste ich gerne von euch, wie ihr dazu steht. Zu dem Meltdown, zu dem Rage. Wenn euch das nicht gefällt, also ich hätte gerne, dass ihr das in die Kommentare schreibt. So, klar könnte ich auch sagen, boah, scheiß drauf, ich verdiene mit YouTube eh kein Hilfe muss Geld. verstärkt werden. In dem Zustand hält sie nicht lange. So, dann Ich denke ich mir denke, so, es würde okay. Sinn machen, ein Wehr über den Bach zu errichten. Ich Das könnte auch Wasser einfach ist sagen, hier scheiß sauber und drauf und verlässlich. ich verdiene mit YouTube eh kein Geld. Also von daher Und könnte ich dass auch sie einfach, den aber Bach ich will ja auch, verlässt, dass die Leute gerne meine Videos schauen, dass die Leute gerne wiederkommen, dass ihr gerne wiederkommt. Deswegen möchte ich, dass ihr reinschreibt, was ist euch lieber, dass ich einfach rumrage, wenn mir danach ist, oder dass ich versuche, mich ein bisschen im Zaum zu halten, dass ich versuche, mich ein bisschen zu bremsen und Hier werden nur Vorräte und Waren transportiert. nicht so viel auszurasten. Das könnt ihr mir gerne mal in die Comments schreiben, weil wie gesagt, die Meinungen sind gespalten. Ich glaube, ich habe ungefähr die Hälfte der Kommentare fanden es gut, die Hälfte der Kommentare fanden es nicht gut. Ich gebe jetzt einfach die Möglichkeit, hier abzustimmen. Ich mache da irgendwie, weiß ich nicht, da überlege ich mir was, ob man irgendwie eine, man irgendwie da eine Abstimmung oder so schalten kann bei YouTube. Das wäre ganz cool. Vielleicht über den Kanalfeed, guckt mal Kann wegen der rein. ganzen Bäume und Ruinen nicht mal sehen, ob genug Platz wäre. Aber wenigstens sind die Bäume gesund. Mit ein paar guten Holzfällern wird es nicht nötig sein, Bauholz von anderswoher zu schaffen. Ja, deswegen, vielleicht schaffe ich es mit einer Abstimmung oder so. Vielleicht kann man dann über die in diesem Kanalfeed eine Abstimmung machen, so Rage, ja oder nein. Deswegen, also schreibt auf jeden Fall mal, ich werde die Abstimmung auch jetzt schon schalten. Heute ist der 11.4. Ich habe keine Ahnung, das wird wahrscheinlich erst in einem Monat oder so online gehen, diese Folge. Aber ihr könnt trotzdem schon abstimmen. Ich werde das wahrscheinlich heute dann schalten. Steinfundamente? Die werden wir brauchen. Wir sind nah am Wasser. Ja, und
Deswegen, mich würde eure Meinung zum Rage interessieren. Ich meine, ich werde es nie ganz abschalten können. Ich bin nun mal halt einfach ein Hitzkopf, das wird sich nicht ändern. Und wenn mir Spiele, wenn Spiele mich trollen und das tut Kingdom Come Deliverance am laufenden Band, werde ich auch irgendwann stinkig. Aber ich kann ja versuchen, meinen Hass ein wenig zu bremsen. Vorausgesetzt, die Zuschauerschaft, also ihr wünscht das, dann würde ich das tun. Wenn ihr allerdings sagt, Rage ist Killer, wir finden das lustig, dann ja, bleibt alles so, wie es gehabt oder wie ihr es gewohnt seid. Deswegen, also das wird auf jeden Fall eine Kanalabstimmung. Die Sache, die Kanalabstimmung wird jetzt schon online sein, wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile. Ja, guckt einfach mal rein und da wird es dann, wenn die Kanalabstimmung allerdings 50-50 ausfällt, entscheide ich, was passiert. Und es gibt hier schon einen Brunnen? Umso besser. Ja, genau. Oh, warte mal, hier ist noch eine Höhle. Ach, ein Brunnen. Cool. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Okay, ey Bro, ja, du bist jetzt hier rumgerannt und hast viel geguckt, aber ich würde das jetzt gern aufbauen. Das wäre sehr cool. Viel Platz, sauberes Wasser, der Dorfanger in der Nähe. Perfekt für eine Schenke. Ja. Hat sich auch, finde ich auch, ne? Sieht gut aus. Da würde ich jetzt gern anfangen zu bauen. Ich bin fertig. Alles Nötige wurde begutachtet. Okay. Oh, Spiel gespeichert. Darf ich jetzt mit ihm reden? Okay, ich rede jetzt mit ihm. Was hat sich Meister Locator? Genau. Der Wiederaufbau beginnt? Was hat sich ergeben? Ist es noch ein weiter Weg. Die wenigen verbliebenen Ruinen werden kaum von Nutzen sein. Außerdem ist alles überwuchert. Oh je. Yeah. Ja, das wird dauern. Alles beseitigt werden, bevor der Wiederaufbau beginnen kann. Also ist eine Neubesiedlung möglich? Ja, ganz sicher. Oh, das ist doch toll. Ganzes aufzubauen ist kein leichtes Unterfangen. Wir brauchen Holz. Viel Holz. Aber das sollte mitten im Wald natürlich kein Problem sein. Zunächst müssen wir Lohnarbeiter anheuern. Und das nicht zu knapp. Die Arbeiten sollten unverzüglich beginnen. Es gibt viel zu tun. Aber die Mühen werden es. Boah, ich bin dabei, Leute. Ich sehe es schon vor mir. Die Kirche wird sich über das ganze Dorf erheben. Klingt vielversprechend. Wann informierst du Herrn Divisch? Alsbald. Ich begebe mich sofort nach Thalmberg. Aber würdest du indes die Gegend im Auge behalten? Es wäre eine Schmach, bei meiner Rückkehr mit Herrn Divisch erneut Banditen anzutreffen. Gewiss doch. Ich halte die Stellung. Na klar. Es wird nicht lange dauern. Na klar, halte ich die Stellung. Ach, guck mal. Perfekt. Ja, willkommen in Pribislavitz. Oder vielmehr, willkommen zurück in Pribislavitz nach all den Jahren. Viel ist nicht. Ach, das Rattaya-Turnier gibt's ja auch noch, ne? Das müssen wir auch mal spielen. Es ist schön, wieder in meinem Dorf zu sein. Wenngleich es über die Jahre ebenso anmutig gealtert zu sein scheint wie ich. Mit Verlaub. Ja, sieht wohl so aus. Es ist nicht nur gealtert, sondern völlig heruntergekommen. Aber immerhin sicher. Was Heinrich zu verdanken ist, der auch mich aus einer zeitraubenden, misslichen Lage befreit hat. Wenn er nicht gewesen wäre, würde diese Unterredung womöglich nicht stattfinden. Tja, Junge. Letzten Endes ist dir also tatsächlich etwas eingefallen, wie du es gesagt hast. Ich gab mein Bestes, Herr. Okay. Ich habe Lösegeld gezahlt und hätte gern eine Entschädigung. Nö. Ich hab sie verjagt. Ich brauch keine Entschädigung, Chef. Alles gut. Sie sahen nicht wie harte Kerle aus. Also habe ich sie unter Druck gesetzt, damit sie die Flucht ergreifen. Du allein hast 4 Banditen in die Flucht geschlagen? Naja. Sie waren Grünschnäbel. Aber ich hätte vielleicht das Geld mitnehmen müssen. Weil ich glaube, wir brauchen Geld. Dass sie nicht wieder hier aufkreuzen. Da bin ich recht zuversichtlich, Herr. Ich denke, wir sollten nun zur Sache kommen. In welchem Zustand ist Pribislavitz? Herr, in meinem Amte als Lokator freut es mich, verkünden zu können, dass das Dorf Pribislavitz neu besiedelt werden kann. Zudem wäre es möglich, es deutlich über seine ehemaligen Grenzen hinaus zu erweitern. Sehr gut. Endlich gute Neuigkeiten für diese Provinz. Die dringend nötig waren. Ja, aber wirklich, Was konntet ihr bereits herausfinden? Ich will alle Einzelheiten hören. Okay, Anbau des Dorfes. Aufbau, meine ich. Wir haben eine allgemeine Begutachtung durchgeführt und können bereits die Parzellen grob bestimmen.
Ich habe schon einen Bebauungsplan im Kopf und weiß, was man wo bauen kann. Den müssen wir erstmal prüfen, ob der mit dem Flächennutzungsplan übereinstimmt. Die alte Kirche zu erhalten. Dem steht eigentlich nichts im Wege. Die Kirche ist in einem deutlich besseren Zustand als erwartet. Allerdings müsste sie umfassend renoviert werden. Das dachte ich mir schon. Wasser und Holz. Hier fließt ein Bach durch und mitten im Dorf befindet sich ein Brunnen. Ja, und das Dorf ist umringt von Wäldern. Wenn wir sie roden, haben wir mehr Land. Und noch dazu ausreichend Holz für den Wiederaufbau. Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Dorfanger, richtig? Richtig. Zukünftige. Jawohl. Das Dorfzentrum wird anfangs aus höchstens 6 großen Gebäuden bestehen. Für mehr ist hier einfach kein Platz. Daher werden andere, vor allem weitläufigere Gebäude etwas entfernt vom Platz entstehen. Das klingt soweit gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier mitten im Wald so viel Platz finden kann. Die bisher geplanten Bauvorhaben sind allerdings nur der erste Schritt. Später wird mehr gerodet, um Ackerland zu gewinnen. Und für mehr Bauernhöfe. Aber ja, klingt gut. Für den Moment sind andere Dinge eher von Belang. Wie du wünschst, Herr. Ein ganzes Dorf. Aber das wird Umsummen kosten, ne? Wohl wahr, das wird nicht billig. Bevor sich hier Händler und Handwerker niederlassen können, muss wohl oder übel einiges an Geld investiert werden. Einiges an Geld? Ja, wie viel denn? Wie viel genau? Zu diesem Zeitpunkt wäre eine genaue Prognose gewagt. Aber ich rechne mit einigen Tausend, wenn nicht gar Zehntausenden Groschen. Ah, hab ich. So viel? Ich hoffe, du weißt zu falschen. Natürlich. Kein Problem, hab ich. Den bestmöglichen Preis herauszuschlagen. Aber ein Dorf aus der Asche auferstehen zu lassen, ist nun einmal kostspielig. Dennoch kann ich dir versichern, dass sich die Investition mit der Zeit lohnen wird, Herr. Sofern alles nach Plan verläuft. Ich hoffe, ich erlebe das noch, Meister Marius. Okay. Wer wird hier leben und arbeiten? Ohne Bewohner ist kein Dorf. Du brauchst neue Untertanen. Allein für die Vorbereitung des Baugrunds sind viele Arbeit. Ja, richtig. Wo finden wir so viele Leute, Herr? Du klingst skeptisch, Junge. Dennoch eine gute Frage. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Ratzig, Hanusch und ich sind übereingekommen, dass es in Rathai eine Bekanntmachung geben wird, damit Leute von dort übersiedeln und helfen. Sie werden davon enorm profitieren, aber auch Pflichten haben. Zumal ich davon ausgehe, dass die Aussicht auf ein neues Zuhause deinen ehemaligen Nachbarn aus Galitz mehr zusagt als ein Zeltlager bei der Burgmauer. Ah ja, das sehe ich auch so. Eine sehr gute Lösung. Aber ich hätte gern Skalitz wieder aufgebaut, anstatt... Der Mann hat auch mir Kopfzerbrechen bereitet. Aber jetzt sieht dass ich lieber Skalitz aufgebaut hätte, als hier Prübislawitz. Aber ja, soll mir recht sein, was den Wiederaufbau betrifft. Endlich bergauf zu gehen. Die Banditen wurden verjagt und Heinrich hat sich um den Rest gekümmert. Wann kann die Arbeit beginnen? Unverzüglich, wenn es nach mir ginge. Wir brauchen lediglich Arbeiter und Finanzmittel. Und jemanden, der zumindest vorübergehend für Recht und Ordnung sorgt. Wohl wahr. Ich lasse ein paar meiner Männer hier. Mit Verlaub, ich würde dazu raten, bald einen Vogt zu ernennen. Jemand muss den Wiederaufbau, das Geld und die Bewohner im Auge behalten. Ja. Das ist wichtig. Da du dich bestens mit Grundstücken und Bauvorhaben auskennst, wirst du hierfür die Verantwortung tragen. Du wirst mit dem Vogt zusammenarbeiten. Unterstehst jedoch direkt mir. Ich fühle mich geehrt, Herr. Hab Dank. Und was das Amt des Vogts betrifft, wie wäre es mit dir? Ach, yikes, ich soll das machen? Ja. Ich? Du hast dich bereits bewährt. Und du hast bewiesen, dass du Probleme aus der Welt schaffen kannst. Zudem ist dir der Respekt deiner ehemaligen Skalitzer Nachbarn gewiss. Ich weiß nicht so recht. Oh, da bin ich jetzt aber auch nicht so. Ich weiß, dass du für Recht und Ordnung sorgen kannst. Ja, dann, cool. Machen wir Nägel mit Köpfen. Heinrich, hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislawitz in meinem Lehen. Herr, welch große Ehre. Danke. Dir obliegt Junge, wir sind Vogt, Alter. Der anfänglichen Neubesiedlung als Grundstein für einen zukünftigen Ausbau. Aber glaub ja nicht, das wird ein Lotterleben, Junge. Na, das glaube ich auch nicht. Ja, ja. Tun und lassen kann, was man will. Falls du die Siedler schikanierst, werde ich es erfahren und dich deines Amtes entheben. Außerdem können wir in diesen unruhigen Zeiten keinen einzigen Tallenberger Groschen erübrigen. Ach, das heißt für die Kosten des Wiederaufbaus. Ach so, ja, na dann. Aber Marius meinte, es kostet ein Vermögen. Ja. Aber meines Wissens kennst du Mittel und Wege, wie man an Geld kommt.
Ja, wir kommen zurecht. Ich glaube, ich habe 80.000 oder so. Und ich vertraue dir besondere Aufgaben an. Oh, das auch noch. Zum Beispiel die Instandsetzung der Kirche. Damit meine ich den Wiederaufbau, die Bemalung der Wände und einen neuen Altar. Trage Sorge dafür, dass in Zukunft eine gewisse Anzahl von Leuten im Dorf leben und arbeiten kann. Dazu muss der Bau wichtiger Handwerksgebäude in die Wege geleitet werden. Letzten Endes muss das Dorf dazu in der Lage sein, genug für eine Erweiterung zu erwirtschaften. Okay. Herr, ich habe noch nie... Ich verstehe deine Bedenken. Aber du wirst reich belohnt werden. Ich überlasse dir in den ersten 5 Jahren sämtliche Erträge des Dorfes. Und du darfst die umliegenden Wälder und Ländereien nach eigenem Ermessen nutzen. Ja, oh, cool. Also, ich meine, bist du dir sicher, das ist schon mal ganz nice, ne? Das bedeutet viel Verantwortung. Du hast es selbst gesagt, Heinrich. Es ist eine große Ehre. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich helfe dir und überwache die Bautätigkeit. Boah, das ist Killer. Ich glaube, mit ihm kriegen wir es hin. Wir sind uns einig. Überbringe dieses Schreiben dem Rattayer Vogt. Ach du Scheiße. Bekannt geben, dass wir Siedler brauchen, damit wir genug Arbeiter haben, um anzufangen. In diesem ich habe einen Streitkolben gekriegt, ne? Zum Vogt bekannt. Aber ich kämpfe nicht mit Streitkolben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr. Deswegen bringt das nichts. Du wirst mich sicher nicht enttäuschen, Heinrich. Ganz sicher nicht. Dann muss ich mich meinen Pflichten in Thalenberg zuwenden. Wenn alles soweit ist, lass es mich wissen. Sehr wohl, Herr. Sichere Heimreise. Lebe wohl, Herr. Okay, ja, cool, wir sind jetzt Vogt von Pribislawitz. Spannend. Was haben wir denn da? Moment. What? Achso, ja genau, wir haben noch das Turnier. Neue DLC-Quest. Neue DLC-Quest. Also das Turnier gibt's auch noch. Das müssten wir eigentlich auch nochmal spielen, ne? Das Turnier. Ja, das Turnier müssen wir auch noch machen. Wäre natürlich cool, ne? Das, wenn ich das auch mal gewinnen könnte, da würde ich auch absolut abgehen. Aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Da wirst du wahrscheinlich gegen die absoluten Monster kämpfen müssen. Die werden wahrscheinlich alle sehr viel besser sein als ich. So, wir werden auf jeden Fall jetzt auch gleich nochmal einen Bruch bei der Rattayer Mühle machen. Kann sein, dass ich ihm sogar noch Zeug verkaufen kann. Aber der pennt wahrscheinlich dann gleich. Ich hoffe, der Vogt ist noch aktiv. Aber eigentlich müsste der noch aktiv sein. Okay, essen wir mal was in Ruhe und dann gehen wir mal einmal zum Vogt und dann machen wir gleich nochmal einen kleinen Bruch bei der Rattayer Mühle. Wo ist er denn? Er ist hier oben, ne? Da hat ja der Vater von Theresa nochmal ein bisschen Kohle für mich. Nochmal so 40.000. Wie viel habe ich eigentlich? 82.000. Damit müsste ich eigentlich relativ weit kommen. Ich überbringe ein Dokument von Herrn Divisch. Es betrifft den Wiederaufbau von Pribislawitz. Damit müsste ich eigentlich recht weit kommen mit 82.000. Dann stimmt es also. Gut, gut. Lass mich einen Blick darauf werfen. Hier ist es. Dann wollen wir mal sehen. Naja, okay. Ich soll bekannt machen, dass Pribislawitz neue Siedler sucht, die dort leben und arbeiten. Herr Ratzig und Herr Hanusch sind wohl damit einverstanden. Wenn das so ist, will ich nicht zaudern. Bitte begleite mich. Mach's gut. Na dann... Okay. Macht er das jetzt oder was? Sorge dafür, dass der Vogt die Bekanntgabung öffentlich macht. Ja, dann mach die mal öffentlich, mein Freund. Dann mach das mal öffentlich. Hängt wahrscheinlich jetzt irgendwo ein Schild auf, wa? Wobei, das kann ja keiner lesen. Er stellt sich wahrscheinlich jetzt da vorne auf den Marktplatz und brüllt das rum. Ja, ich bin ja, tut mir auch leid. Der brüllt das wahrscheinlich jetzt einmal über den Marktplatz, hä?
Okay. Er läutet also jetzt die Glocke für alle. Das heißt auf jeden Fall, dass jetzt gleich irgendwas Wichtiges bekannt gemacht wird. Das ist schon mal gut. Spargel, eine wahre Gaumenfreude, und Gurken, die all eure Leiden lindern. Greif zu! Auf jeden Fall lindern Gurken unsere Leiden. Garantiert, Chef, garantiert. Okay. Machst du jetzt da, was du machen willst? Also er wartet noch, bis die Leute sich hier aufgestellt haben. Oder? Er haut schon. Nee. Hört her, ihr Leute. Hiermit verkünde ich im Namen von Herrn Hanusch und Herrn Divisch, dass euch, werten Bürgern Rattais, sowie all jenen, die gegenwärtig Schutz bei uns finden, das Recht gewährt wird, nach Pribislavitz nördlich von Burg Talmberg zu ziehen, wo ein neues Leben und ein neues Heim auf euch warten. Vorausgesetzt, ihr leistet euren Beitrag zum Wiederaufbau des Dorfes. Ganz genau. All jene, die dieses Angebot wahrnehmen, werden für einen Zeitraum von 5 Jahren von ihrer Steuerlast befreit. Zudem ist es ihnen gestattet, die umliegenden Wälder für Holz und den Bach für die... Ja, das stimmt doch gar nicht, was du davon dir gibst. Pribislavitz befindet sich im Lehen von Herrn Divisch von Talmberg. Und wer sich dort niederlässt, ist ihm fortan treu ergeben. Des Weiteren verkünde ich, dass Heinrich aus Galitz die Verwaltung von Pribislavitz und zu diesem Behufe das Amt des Vogts übertragen wurde. Das Amt und die damit Junge, was denkst du nicht, ne? Privilegien wurden ihm von Herrn Divisch für seine treuen Dienste verliehen. Unseren Freunden aus Galitz sei hiermit angeraten, dieses Angebot gründlich zu erwägen, da sich ihnen in Bälde keine bessere Gelegenheit bieten wird. Wahrscheinlich nicht, ja. Okay, Banger. Du erwartest doch wohl nicht, dass ich mich mitten ins Getümmel schieße. Okay, jetzt geht's zurück nach Pribislavitz oder was? Sprich mit dem Meisterlokator. Ja, machen wir, aber erstmal möchte ich einmal noch zur Rattaier Mühle. Eigentlich würde ich auch gerne nochmal mit Theresa reden. Ja gut, wir können eh jetzt einmal gleich da klauen gehen und dann am nächsten Tag mit Theresa reden. Ja, noch eine Aktivität für mich. Ah jo, okay. Warte mal, habe ich bei ihm, ich kann noch einmal mit ihm reden, habe ich noch Zeug, was ich verkaufen kann? Gestohlene Ware verkaufen? Was habe ich, wie hast du denn? Ach, du hast gar nichts mehr. Ja, okay, dann habe ich dir wahrscheinlich schon mal Sachen verkauft, ne? Oh, ich bin total voll. Der hat gar kein Geld mehr, lul. Okay. Ach, das hätte ich bei ihm kaufen können. Ich habe nur noch das, ne? Streitkolben des Vogts. Rüstung. Naja gut, ich habe aber tatsächlich zwei, drei Sachen, die ich kaufen könnte, aber jetzt an sich. Werke des Matthias von Janow, was ist das denn? Ach, das gehört Pater Godwin, ne? Das muss ich dem noch zurückgeben. Ja gut, pass auf, dann gehen wir jetzt mal pennen. Schlafen und speichern. Dann gehen wir jetzt nämlich mal pennen. Bis um 8. In der Hoffnung, dass wir dann jetzt gleich mit Theresa nochmal was starten können. Und dann, ja, gucken wir mal, was in Pribislavitz so abgeht, ne?
Ja, nee, also am Turnier möchte ich jetzt erst einmal nicht teilnehmen. Da ist Theresa. Warum habe ich diesen Buff schon wieder? Ja, verstehe ich nicht so ganz, aber ja, soll mir ja auch gleich sein. Vielleicht, weil ich Buße getan habe? Naja, wie dem auch sei. Ich wasche mich mal einmal und es regnet, ne? Bei dem Pisswetter geht die eh nicht mit mir weg. Dann warten wir mal bis 12 einmal. Wobei, bis 10 warte ich. Ja, wahrscheinlich habe ich den also ich muss zugeben, meine letzte Aufnahmesession ist schon ein bisschen länger her. Deswegen kann ich mich wahrscheinlich nicht daran erinnern, dass ich den Tönnis schon beklaut habe. Weil wenn der nichts mehr hat an Vermögen. Wo ist denn Theresa? Theresa? Hier? Pennt die noch? Was ist die Pfeife denn? Ah ne, da ist sie ja. Hallo! Wen magst du am liebsten? Oh, in der Ritterschnaps, dankeschön. Wollen wir einen Spaziergang machen? Sehr gerne. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Ob jetzt wieder einfach nur eine Videosequenz kommt oder ob nochmal was passiert. Aber wahrscheinlich kommt einfach nur eine Videosequenz, ne? Gucken wir mal. Ja. Die kennen wir schon. Na gut. Mit dir vergeht die Zeit immer so schnell, komm ich mal wieder. Ja, sehr gerne komme ich dich wieder besuchen, Theresa. Ich wollte jetzt schon Heinrich nennen, what the fuck. Nein, also hier, genau. Ich möchte jetzt einmal zu diesem Ort schnell reisen. Ich muss eigentlich auch nochmal nach, da oben, nach Huschitze. Ich muss Pater Godwin sein Buch noch wieder geben. Ich kann mich erinnern, dass er das wieder haben wollte. Oh, ein Pilger. Ja, komm, gucken wir uns mal an hier, was da passiert. Oh, yikes. Oh, hier war ich noch gar nicht. Ah, Moment. Das ist wieder der Rätselmann. Was ist mit dir? Oh, yikes. Oh, yikes. Oh, der ist schon tot. Aua, da habe ich auch einen gekriegt. Warum ist eigentlich mein Schild schon wieder nicht ausgerüstet? Weiß das jemand? Mein Schild schon wieder nicht ausgerüstet ist. Oh, Hammer, Alter, da habe ich voll einen gekriegt. Oh, Hammer, der gibt mir voll. Oh, ouch. Okay, Bruder, brutal. Aua. Alter, der ist voll gut. Jetzt habe ich meinen Hund geschlagen. Mann, der blöde Köter steht auch immer im Weg, ey. Ja, deine Mutter, ey. Oh, Hammer, ey, warte mal. Ah, yikes, ich will dich so umstoßen. Aha. Du willst Gnade? Hau ab! Kriegst auf die Fresse, du Funz, ey. Los mit dir. Irgendwas dabei, was spannend ist? Das ist nix. Oh jo, das kann man mitnehmen und das kann man mitnehmen. Muss das nur 15 Groschen. Naja. Gut, ist jetzt nicht der Knaller so, aber besser als nix. Du hast überhaupt nichts bei, was irgendwie von Interesse ist. 9 Groschen sind auch okay. Oh, warte mal, hier liegen 2? What? Ritterjagdschwert mitnehmen. Na, da könnten wir mal wieder einen Kampf beenden hier. Sehr nice. Ach, der hat auch wieder nichts dabei. Okay. Gut, gehen wir weiter. Wir müssen jetzt nach Prübislawitz.
Und dann müssen wir da mit dem Marius reden. Ich bin ja dann wirklich mal sehr gespannt. Oh, yikes. Okay, da ist das Videosequenz. Oha, haben die das jetzt alles gerodet? Hammer, ey. Ah, wie cool ist das denn? Wir sind alle am Arbeiten hier, die Kollegen. Mega, ey. Finde ich voll nice. Okay, er ist der Baumeister und überwacht das hier alles. Na schön, dann reden wir jetzt mal mit ihm. Das Rataya-Turnier wird auch noch irgendwann stattfinden. Alter, das ist ja voll... Die ganze Tod ist ja abgerodet, Alter. Lol. Ganz anders aus. Erkennt man fast gar nicht wieder, aber wir sind echt mitten im Wald. Eigentlich ist das ja chillig, so mitten im Wald, ne? Was ist das denn hier? Irgendwas machen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Mein Hund ist auch wieder da. Okay, wir fangen jetzt mal damit an, dass wir die Wirtschaftsgebäude hochziehen. Also die Kirche, wie gesagt, die mag für die Leute in der damaligen Situation wichtig gewesen sein. Aber wir denken, was ist das denn da? Kann ich öffnen? Hier ist nichts drin, okay. Was ist da? Oh, nix. Okay, dann rede ich jetzt mal mit dem Tönnis. Willkommen zurück. Wie war es in Rattay? Sehr gut. Der Vogt hat Herrn Divischs Dekret verlesen und ich bin nun offiziell der Vogt von Prebislawitz. So, nimm meine Glückwünsche entgegen. Wie lautet der erste Schritt? Zuerst soll... Na, ich bin nicht überfragt. Wir bauen alles auf, was irgendwie die Wirtschaft ankurbelt. Alles, was irgendwie... Als du fort warst, bin ich hier schon einige Dinge angegangen. Gewiss hast du bereits die ersten Ankömmlinge aus Rattay gesehen. Ich bin ihnen auf dem Weg hierher begegnet. Nach ihrer Ankunft haben wir sogleich damit begonnen, Bauland zu schaffen. Wir bauen alles aus, was irgendwie... gebaut haben. Okay. Und, können die Arbeiten beginnen? Wenn du dir über die Gebäude im Klaren bist, kann ich den neuen Siedlern sagen, was zu tun ist. Gebaut wird dann auf den bereits vermessenen Parzellen. Du kannst sie dir vorher ansehen, wenn du möchtest. Nö, möchte ich nicht. Dann sehen wir, was wo gebaut wird. Nichtsdestotrotz lässt sich das nur schwerlich mit einem Blick auf die Bauplätze entscheiden. Okay, wie entscheide ich, was wo gebaut wird? Darüber habe ich mir bereits wohlweislich Gedanken gemacht. Und ich habe alles im Hauptbuch festgehalten. Dort wird alles aufgezeichnet. Ich werde jede einzelne Änderung genau dokumentieren. Okay. Danke. Das ist sicher sehr hilfreich. Das ist doch das Buch da rechts neben mir. Es sollte stets im Rathaus aufbewahrt werden. Okay. Was das Finanzielle betrifft. Mit dem Lohn für die Arbeiter und dem Geld für Baumaterial. Das Geld muss in der Truhe verwahrt werden. Es kann dann für die Löhne und das Baumaterial entwendet werden. Engpässe sollten natürlich vermieden werden. Da fällt mir ein, wir müssen noch über meine eigene Bezahlung sprechen. Yikes. Ja, ja, natürlich. Herr Divisch versprach mir einen festen Lohn, zumal das ein sehr umfassendes Bauvorhaben ist. Verstehe. Wie viel schwebt dir denn vor? Ich habe irgendwo einen alten Zahlungsbeleg. Da ist er. Wie wäre es mit einem Viertel mehr? Wie viel kriegst du denn? Hier auf den alten Lohn bestehen. Ja, prinzipiell setzt du ja einfach deine Arbeit für Herrn Divisch fort. Daher denke ich, dass der Lohn gleich bleiben sollte. Na schön. Dann sind wir uns offenbar einig. Unterbezahlter Lokator. Dein Lohn kommt dann auch in die Truhe. Ist er dort wirklich sicher? Ja. Außer uns darf niemand einen Schlüssel für die Truhe haben. Außerdem werden wir Wachen aufstellen. Ah, da bin ich beruhigt. Das wäre dann zunächst alles. Okay. Falls du mehr wissen willst, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite.